Hallo und herzlich willkommen wieder zum Sega Mega Drive Mini. Wir spielen wieder 20 Minuten. Ich hätte eigentlich am liebsten gesagt 20 Sekunden. Diesmal Ghouls and Ghosts von 1990. Der packende Nachfolger von Ghosts and Goblins ist zurück. 3 Jahre nach dem Sieg über den bösartigen Satan wurden die Seelen der Prinzessin von einem neuen Dämon entführt. Es wird Zeit, das Böse wieder in die Schranken zu weisen. Jo, dann hauen wir dieses Mal auch wirklich Start. So ein Spieler sollte man als Run and Gun spielen. Nicht. Ist das das gleiche wie Super Ghouls and Ghosts? Ja, sieht so aus. Okay, so wie es aussieht, brauchen wir nur 2 Waffen. Warum kann ich keinen Double Jump? Warum steht da unten? Ich wollte sagen, Praxis. Sollte ich nicht wieder angezogen sein, nachdem ich eine Rüstung gefunden habe? Damit. Weil Gründe. Oh Gott, will ich das haben? Eher nicht. Ha, Büchse. Was? Willkommen im Guillotinenwald. Was? Massagestäbe, geil. Er hat gemacht was richtig. Breath of the Wild hat Massagestäbe gesetzt. Nice. Jo, viel Erfolg. Wow. Ich glaube, sehr bescheiden gegen Lufteinheiten. Aber hoffen mal, einige Spiele, die die besten Spiele überlegen, die Mehrheit hassen mich. Ah ja, es ist halt immer Geschmackssache. Ich will wieder diese Lanze haben. Das wäre die Rechtschreibkorrektur erfunden hat, der darf sich mal gepflegt ins Ski knicken. Red Alert 2 hatte ich vor ein paar Tagen in der Hand. 2 Players. Was?
Ich war ein paar Tage in der Hand, mit Anleitung und allem drum und dran. Oben bei mir im Archiv. Und CNC1. Das klingt fair. Warum läuft da oben ein Timer? Boy. Doch. Was? Oh Gott, ist das mit dem Springen anstrengend? Nee, vom Windabschnitt her sogar jetzt. Ich war fast alle Spiele vergessen gar nicht. Man könnte sagen, haben alle Maßstäbe gesetzt, weil sie neu war super, ne? Was jetzt auch Relays angeht, Must-Have-Titel. Ein großer Kauf, weil Pferde drauf sind. Glumanda mit Sensen. Der einzige Fan der Gothic-Reihe, der Mimik absolut scheiße findet. Naja, das Remake muss wohl insgesamt ziemlich auf negativ stoßen. Kann sagen, bis ich den wieder. Husch! Damit ist es gerade so nicht getroffen. Boah. Nochmal Glumanda Sensations. Nein! Die Viecher hier auch so penetrant sind. Einfach mal von out of nowhere. Ach, Arcade-Spiele. Ganon, was machst du hier?
lass das. Den Link ärgern. Jetzt finde ich Gothic-Steuerung extrem ungewöhnlich. Da fühlt sie mich irgendwie ganz normal an. Ich sage euch, wo der Endzeit-Mönch im Monolog hält und fragt, wie viele von den Clowns sie eigentlich noch töten, ehe ich euren Chef finde. Ja, die Gothic-Steuerung war auch was, weswegen ich das so ungefähr 3 Minuten gespielt habe. Und warum wir als Animation machen wollten, also ich hatte nicht genug Speicher, aber zumindest ein paar Frames mehr reinzupacken. Alter. Warum davon kann der diagonal schießen? Natürlich habe ich jetzt ein scheiß Schwert und kann nicht von hinten einlatschern. Hier, so schön so. Oh oh. Hab ich entdeckt. Ich hab wenigstens mal gewusst, wo man den hitten kann. Waffen scrollen kann ich nicht. Oh Gott, das wird hart. Besten bleibe ich da so unter seinem Arm in der Achsel drin. Visual mache ich auch Animationstraining, deswegen habe ich es angesprochen. Guck mal, da muss man unbedingt mal zeigen, was du so animierst und machst. Dammit. Okay. Boom! Warum werde ich von Geowatz angegriffen von beiden Seiten? Und hüpfende Geowatz. Herr Edjalwin, ich glaube, es ist eine Verknüpfung unten unterm Stream. Was kann ich sagen? Damit. Dermit. Alte Massagestäbe schwelgt. Prinzipiell mache ich das fast in jedem Stream. Warum kommst du von links? Du cheatest. Das Level erinnert mich so ganz minimal an Donkey. Ernsthaft. Ufo-Schildkröte des Yu-Gi-Oh! Das sind die Einzelteile von, oh Gott, wie hieß diese komische Rüstung da? Oh, fucking! Also du musst, glaube ich, unbedingt mal, oder ich muss dir mal den Channel von den Bro-Brawlern schicken. Da machen wir das sogar, ja, relativ oft kann man nicht sagen, aber mit sehr vielen Leuten zusammen.
Und vielleicht kommt ja demnächst ja auch mal wieder was zusammen. Wo unter der Seppo und ich auch dabei sind, wo ich aber gerade ein wenig die Bremse bin. Aber wer weiß. Ich hab nichts verraten. Gott, noch 5 Minuten. Wie soll ich das durchhalten? Boah, dieses Mistvieh von hinten, ey. Lass das Messer nicht mehr verlieren. Beste Waffe. Okay, danke, Sempo. Map. Shit. Use the knife, use the knife. Klingt logisch. Dammit. Benutzt das Messer. Wenn du das Messer nicht benutzen kannst, benutzt das Messer. Ich weiß nicht, den AVGN, den gucke ich nicht so gerne. Weil der fühlt sich für mich immer so an, dieses Hauptsache Ranten. Da kommt der Gegner. Tak, 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 tak. Nein, das ist egal. Ernsthaft? Dieses halbe Pixel, was einen killt. Kann ich hier jetzt schon Landmine hinlegen? Boah, wenn man geduckt ist, dreht er sich nicht einfach mal rum. Was soll denn der Scheiß? Ich glaube, wenn du das Spiel hier ohne Probleme durchspielen kannst, dann spielst du Donkey Kong Country auch ohne großartig Probleme. Fett war ich besser. Ich verstehe zwar nicht, warum sie mich nicht getroffen haben, aber lassen wir es. Wie Cranky Kong mit einem Leben und mit verbundenen Augen. Na gut, es wären jetzt noch 2 Minuten, aber ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt bei dem Gemetzel. Gebt einen Daumen da lassen und in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet und so weiter und so fort. Ihr wisst, was in die Kommentare gehört. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein!